Hey Leute, heute ist ein ganz, ganz besonderer Tag und ich freue mich so extrem, weil wir holen heute meinen Traumpony ab und Julia hat gerade einen Schlüssel geholt. Wir müssen jetzt noch den Anhänger packen. Wir sind so aufgeregt. Wir müssen erst die Sachen holen. Ja, stimmt. Wollen, Anhänger. Stimmt. Weiter Weg. Hallo! So. Hier liegen die ganzen Sachen. Decke für später. Genau. Bandagenunterlagen. Von Leni. Von Lenis Pferdewelt. Gott, die kriegt Geld. Ja. Bauchgurt, falls ihr die Abschutzdecken drauf machen müssen. Oh, Kacke. Ich hab's verloren. Hufglocken. Das war's auch schon. Ah. Und wir haben den Putzkasten nicht mitgenommen. Ja, der kommt ins Auto. Achso. Wir haben ja schon den Putzkasten fertig gemacht. So. Oh Gott, mir fällt alles runter. Erstmal die Spüle rein. Die Bilder nicht rein. Ja. So. Das. Wir haben auch einen Ersatzhalfter mitgenommen. Genau. Das ist jetzt zwei Inkas, weil wir noch nicht genau ihre Größe wissen, ne? Ja. Aber passen. Wird passen. So. Anhänger gepackt. Fertig. Obwohl, Möhrchen kommen dann noch Möhrchen rein. Möhrchen kommen noch rein. Und Möhrchen Apfel? Und der Putzkasten kommt ja in den Kofferraum. Heunetz ist auch schon drin aufgehangen. Genau. Da sind sie. Die ist schon ganz aufgeregt. Die fragt sich, wo wir hinfahren. So. Und im Putzkasten. Oh Gott, der ist so schwer. Möhrchen. Viel mitnehmen, damit so viel abgelenkt ist. Ein bisschen einschleimen. Genau. Oh Gott, ist das so schwer. Machst du mir den Kofferraum auf? Ja, und dann hole ich Mama, dann kann es ja losgehen. Ja. So, Adele. Putzkasten ist auch drin. Und jetzt fahren wir los. Wir sind jetzt gleich da und ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott, wir sind endlich angekommen. Ich stehe jetzt erst mal zu ihr. Und da. So. Komm, Julia, wir gehen hier lang. Schnellste Weg zu ihr. Oh, ich bin so aufgeregt. Bist du? Sie ist aus der Box raus. Wo ist sie denn hin? Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Oh, direkt schlechte Stimmung. Das ist ihre Box. Sie steht nicht drin. Ah, die wird jetzt schon fertig gemacht. Ah, da steht sie. Hallo. Hallo. Das ist der von ihr. Rot. Ich bin so aufgeregt. Und das ist, jetzt könnt ihr sie auch endlich sehen. Das ist meine kleine Ponystute. Dann zeige ich dir mal an ihrer Stelle. Dann zeige ich dir okay, die hat eine Lieblingsstelle. Oh, die ist jetzt zugedeckt. Ist er das? Ja, da ist er. Hallo. So, wir machen sie jetzt fertig für den Anhänger. Oh, ich bin so überglücklich. Wir fragen erstmal die anderen. Hier, nimm den schon mal. Ja. Kannst du den gleich geben? Den Apfel hier. Gut. Das müssen wir dann anders mitnehmen. Oh, lass das mal. Und hast du die Bandagen schon? Ja. Ich werde mir jetzt nicht fertig machen. Die ist so entspannt, die steht da so. Ich laufe gleich ein. So süß.
bisschen. Warte, das müssen wir filmen, ob ich dir einen Apfel gebe. Abbeißen müssen wir aber noch ein bisschen üben, oder? Schon wieder einige Zeit unterwegs und sie steht total lieb und ruhig auf dem Anhänger und das freut mich total. Wir sind jetzt im Stall angekommen, wo sie erstmal stehen wird. Hallo! Und? Alles gut. Gut. Braves Mädchen. Jetzt vom Stall wieder zurück und jetzt fahren wir erst zum anderen Stall, was mit den Ponys machen. Wir werden mit
den Ponys eine kleine Runde ausreiten gehen. Und so lange kann sich Paola ja ein bisschen einleben in ihrem neuen, in ihrer neuen Box. So. Und danach fahren wir dann nochmal zu ihr und gucken, wie es ihr geht. Und machen nochmal eine Stalltour, damit sie schon mal die Halle und alles kennenlernen kann. A few moments later. Wir sind jetzt fertig mit dem Ausritt und es hat super, super viel Spaß gemacht. Und jetzt fahren wir noch schnell zur Prinzessin. Also wir haben noch nicht einen perfekten Spitznamen für Paola gefunden, aber wir haben ein paar im Kopf, zum Beispiel wie Prinzessin. Und Prinzessin mögen wir beide auch gerne. Und ja, ich freue mich, sie wieder zu sehen, obwohl es noch nicht so lange her ist. Okay. Wir sind jetzt bei der Prinzessin angekommen und die ist ganz entspannt. Hat auch schon den Apfel gegessen, der noch da im Trog lag. Und jetzt werden wir das Wiesenhalfter anprobieren. Ja, möchtest du erstmal einfach anhalfter rausholen? Ja. Dann machen wir erstmal mit ihr eine Tour oder so. Oh, ich will das mal unten, sehe ich mehr. Genau, geh erstmal rein durch den Schlitz. Jupp. Hallo. Gott, ach, geschafft. Hast du sie? Ja, kannst auch machen. Lade. Wieder zurück und ich wollte mich jetzt gerade noch mal bei euch verabschieden. Bei mir geht jetzt ein wunderschöner und aufregender Tag zu Ende und sicherlich ist vielen aufgefallen, dass Paola in einem anderen Stall steht und das kommt, weil in dem Stall, wo Inka und Smarty stehen, leider keine Box mehr frei ist, aber zum Glück steht der Stall im gleichen Ort, also ist es nicht schlimm.
Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!